Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, guten Morgen in die Runde. Ungewohnt wahrscheinlich, weil pünktlich, aber wir wollten mal sehen, die knapp bemessene Zeit wenigstens effektiv zu nutzen. So, stellen noch ein, zwei Fenster hin und her schieben. So, kann ich auch lesen, was ihr schreibt. Gell? So. Wir sind immer noch im Sparmodus. Ich erstmal danke für euer Verständnis, dass wir letzte Woche keine Webinare gemacht haben. Aber wir hatten echt anderes auf dem Deckel. Und nun werden wir uns diese Woche darauf stürzen, dass wir uns heute früh kurz anschauen, was war gestern. Wir werden uns heute früh ganz kurz anschauen, was erwartet uns heute. Und im Euro vor allen Dingen. Und wir werden uns kurz den DAX anschauen. Das gleiche machen wir morgen früh. Dann werden wir morgen Nachmittag so eine Art Rückblick machen. Und eine Fragestunde. Und am Donnerstag früh für zum Abschluss diese Woche dann ein Webinar mit FX Flat und Nelson, damit auch andere mal sehen können, wie wir arbeiten. So, guck mal, guten Morgen, sogar der Lutz ist schon wach. So, ich aus technischen Gründen vereinfache ich hier im Moment eine Geschichte, die mir optisch so sehr gut gefällt, gerade wenn man im eingeschränkten Modus arbeitet, wenn man viel mit dem Tablet auf dem VPS macht, oder per TeamViewer auf seinem Rechner zu Hause, wenn man sich die Marken nicht unbedingt merken kann, habe ich aufgrund der letzten Webinare so für mich die Methode entdeckt, dass ich mir morgens einfach für den Euro zwei, drei Linien einzeichne, die für mich wichtig sind, und dann sehe ich die auf einen Blick. Ich bin dabei, meine visuelle Wahrnehmungsfähigkeit etwas zu schulen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie rum ich das mache. Für die Webinare habe ich das jetzt einfach so zusammengepackt, dass ich die für gestern in Rot eingezeichnet habe und die für heute einfach in Blau. Ich werde das dann noch mal ein paar Tage probieren, ob es besser ist, die für Short in Rot zu machen und die für Long in Blau, aber dann weiß ich nicht, welchen Tag ich die zuordnen sollte. Also nur so als kleine Empfehlung. Ich habe bei mir gemerkt, mir bekommt das ganz gut. Bekommt mir fast so gut wie Bier. So, was war auf dem Plan gestern? Wir haben gestern zwei Marken aufgerufen. Wir haben sie auf Facebook auch veröffentlicht. Wir haben sie auch im Blog veröffentlicht. Sorry für den Bug im Blog, aber ich glaube, der dürfte jetzt wieder normal abrufbar sein. Der Provider hatte irgendwie einen Fehler drin, der wurde gestern im Laufe des Tages oder gestern Nacht dann behoben. Also wer den Blog nicht richtig lesen kann, bitte einmal den Cache leeren, die Seite neu laden und dann sollte das auch funktionieren. Was hatten wir hier auf dem Deckel? Wir hatten gestern die 1,1280 und die 1,1257. Wir haben gestern Morgen noch gesagt, pass auf, die 1,1280 hier, die kann man sich zum Shorten anschauen.
und die 1,1257 zum Kaufen. Also die hier oben zum Verkaufen und die hier unten zum Kaufen. Die Nummer war, ja, hätte meine Großmutter handeln können, ne? Oder? Wir hatten die Möglichkeit nicht nur einmal, sondern wir haben sie einmal gehabt, dass er nur ganz knapp hoch hier an die 82, 83, das sind so eine Position, die uns die letzten 2, 3 Wochen, also letzte Woche ausgeklammert, aber die Wochen davor ein paar Mal angeschaut haben, die handle ich so am liebsten so mit 4, 3, 4, 5 Punkten Stopp. Selbst wenn man diese Nummer hier das erste Mal verpasst hat, kriegte man doch, schauen wir auf die Uhrzeit hier, das war um 9:30 gestern früh und dann das gleiche nochmal gestern Nachmittag um 12:30, also 2, 3 Stunden später. Ein schönes Doppeltop. Wer diese Nummer hier nicht gebacken gekriegt hat, hat auf jeden Fall die Chance, hier dazu zu steigen oder diese Nummer sogar mit einem noch engeren Stop zu handeln. Und dann ging es auch direkt in 2 Schüben durch an die 57. Bewegung A. Solche Sachen sollte man sich dann hinterher auch mal anschauen. Bewegung A und dann sollte Bewegung C dazukommen. Diese Bewegung C hat er hier nicht komplettiert, sondern er hat dann mittendrin abgebrochen, was dann, wenn man die Verbindung von den Zielbereichen nimmt von gestern und das kombiniert mit A gleich C, dann konnte man hier erkennen, dass nach diesem Tief die zweite Bewegung geschwächt wurde und abgebrochen wurde und spätestens dann sollte man darüber nachdenken, hier in diesem Bereich seine Position zu schließen oder seinen Stop dann über dieses hochzulegen, wenn man dann hier ein Tagesziel sichern kann. War das soweit okay? War das einigermaßen verständlich? Ich habe es gestern Morgen kurz gefasst in den Social Medias oder beziehungsweise im Blog. War das nachvollziehbar? Gucke, Renate ist auch schon wach. Okay, dann gucken wir uns den Plan für heute an. Dazu werfen wir vorher mal einen Blick auf den übergeordneten Chart. So, hier habe ich die Marken von heute mal übertragen. Ich schiebe es mal ein Stück weiter zusammen, dann kann man es besser sehen. Ich habe hier im Stundenchart mal die wichtigen Linien für heute eingezeichnet und die, die für mich im Moment hier Priorität hat. So, wir nehmen mal die komplette letzte Abwärtsbewegung. Da. So. Und die, hier haben wir die 50er und hier haben wir die 61,8 und hier haben wir die 66. Am 50er im Moment na, was heißt scheitern? Hier haben wir auch im Stundenchart einen Doppeltop produziert aus letzter Woche und aus gestern. Genau da in diesem Bereich. Wenn wir nach Trenddefinition gehen, sehen wir, dass wir den Abwärtstrend mit diesem Hoch, das haben wir hier durchschossen. Wir haben aber noch kein fortgesetztes Hoch.
Das würde ich hier oben drüber definieren, gerade erst, wenn wir diesen Bereich erst da durch haben. Nach reiner Trenddefinition haben wir hier ein Hoch, da ein Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch. Diese Geschichte einmal aufgedröselt, eine Etage höher im 4-Stunden-Chart ebenfalls. Hier fehlt das höhere Hoch, aber hier flackt er momentan auch so ein bisschen. Wenn ich diese Geschichte jetzt umdrehe, wenn es zu kompliziert wird, müsste ich sagen, wenn ich diese Geschichte jetzt umdrehe und diese als Aufwärtsbewegung werte, sehe ich, dass er auch hier mit einem Spike auf die 50 gegangen ist. Und demnach dürfte er rein theoretisch diese, ja, es ist mit eingeschränkter Technik manchmal etwas schwierig. So. Und demnach sollte er die zweite Bewegung bis dahin machen. Jetzt merken wir uns mal diese Marke. Das ist die erste Bewegung, sagen wir die Korrektur bis dahin. Wir merken uns diese Marke in der Form, dass wir den mal dahin schieben. 1,1330 wäre das Ziel aus der zweiten Bewegung. So. Und wir legen hier den Fibo drauf auf die Abwärtsbewegung. Und was sehen wir? Dass er hier ganz knapp über der 61,8 liegt. Die Schlussfolgerung, die ich für mich daraus ziehe, ist, dass wir im übergeordneten Maße oder im übergeordneten Chart, wenn ich das jetzt wieder zurückziehe in Stundenchart, im übergeordneten Maß long unterwegs sein sollten. Und wenn wir das aufs Zeitfenster dann schieben, dann bis heute Abend. 1,1330. Das würde heute heißen, dass wir 70 Punkte nach oben gehen, aber vorher runter an die 1,1250. Also für den Verlauf heute, wenn wir hochgehen an die 1,1268, kann man diese Nummer vorsichtig shorten. Wie immer, kleine Position, dann runter bis an die 1,1250. 18 Punkte, da kann man schon mal mit einer kleinen Position sich ein kleines Polster verschaffen. Hier unten die 1,1250 deckt sich auch mit Bewegung 2 hier raus. Das heißt, hier unten kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Gegenbewegung auf jeden Fall rechnen. Wenn man damit rechnen kann, dann sollte man die auch versuchen im Chart umzusetzen. Das heißt, diese 1,1250 heißt heute long. So. Und dafür platziert man dort eine Long Limit. Am besten sogar nicht zu geizig. Wir haben die letzten Male gemerkt, dass sowas bestraft wird. Man kann dann lieber, da wir weites Ziel haben, die Limit Pullback auf 3 Punkte setzen. Da wir hier 3 Punkte Luft haben und hier unten noch 4 Punkte, würde ich bei dieser mittelfristigen Nummer diese Geschichte sogar bei 10 Punkten Stop lassen und von der bis an die 30, 1,1330,
kommt vom Touchscreen arbeitet, den TP auf 75. Und dann ist diese Nummer für heute auch schon erledigt. Soweit verstanden, warum, wieso, weswegen ich eventuell shorte, aber dort unten longen will? Wenn Fragen dazu sind, immer rein hier. Mitgeschrieben, auch die Nummer aus dem Übergeordneten. Okay, so wie es aussieht, war es wohl einigermaßen verständlich. Okay, nehmen wir uns den Jungen. Wir hatten den gestern festgenagelt und haben gesagt, okay, hier dieser Bereich 12.355, 12.356 kann man sich zum Shorten anschauen oder sollte man zum Shorten nutzen. Zum Glück oder zum Pech hat er gestern so viel Dampf gegeben, dass er gleich in der ersten Stunde diesen möglichen Entry, Short Entry völlig überrannt hat und unser altes Ausbruchslevel, die 12.436, was dann die nächste Nummer war, direkt geholt hat. Manchmal muss man dann auch relativ schnell sein. Wie gesagt, die 55 war dann hinfällig und wir haben das High dann produziert. Da. Das High 12.436.3. Das heißt, fast auf den Tick um 0,3 hat er das anvisierte Hoch angesteuert, da, um dann direkt nach unten zu marschieren. Hier gibt es im Moment aus meiner Sicht nicht viel zu sagen. Wir sind und bleiben übergeordnet aus meiner Sicht immer noch nach unten orientiert. Wir sind in einem stabilen Trend, solange wir nicht dieses Hoch hier kaputt machen, solange wir da nicht drüber gehen. Aber wir haben gestern dann den Ausbruch aus dem Kanal, den ich gestern auf der Paternoster-Seite noch erklärt habe. Wir haben gestern diesen Kanal verlassen. Wenn ich mir jetzt Long Setups suchen würde, dann erst dann, wenn er diesen Kanal auch von oben bestätigt. Übergeordnet, das ist die letzte Aufwärtsbewegung. Also heute Morgen richtig Musik drin, ne? Da haben wir die Aufwärtsbewegung. Auch im 4 Stunden haben wir die 61,8 und 66 mehrmals durchstoßen und sind auch mehrmals mit dem Schlusskuss darunter. Das heißt, hier bleibt uns eigentlich nur eins abwarten. Keine klare Geschichte. Ich würde immer zusehen, solange wir hier unterwegs sind, so unterwegs sind, dieser Spike hier oben, diese Nummer hier, dieses High, solange das hier nicht kaputt gemacht wurde und wir da oben drüber nicht mit einem Schlusskurs landen, solange würde ich immer für Shorts plädieren. Selbst wenn ich mein Hirn auf eventuelle bullische Szenarien umstellen könnte, würden diese bullischen Szenarien auch schon. Na komm. Dann hier weiter oben ein jähes Ende finden.
Hier haben wir eine Kombination. Ich runde mal, ich bin ja nicht so genau wie Dirk, aber 12478 ist eine Marke, die man sich dann aufschreiben sollte, sowie dieses Zwischentief, das sind nur 3, 4 Punkte, also Mittelwert 12480 und dann sollten wir mehr als 12520 sollten wir nicht sehen, weiter sollte er nicht kommen. Selbst wenn er diese 120 Punkte macht an die 12.520, dann wäre das hier dann das Szenario. Also jetzt ohne Zeitachse, sondern das hier wäre dann das Szenario und dann wären wir unten. Ups, da wollen wir hin. Ungefähr bei 12. Ups, muss ich euch ein bisschen beiseite schieben. Und dann würden wir unten bei 12.150 landen, die wir schon eine ganze Weile auf dem Deckel haben. Sollten wir hier schon ausgebremst sein und wir kriegen keine neuen Hochs darüber, die Wahrscheinlichkeit ist nicht zu unterschätzen. Dann haben wir nicht nur die Bullen ein Problem. Ich weiß, dass der eine oder andere sehr bullisch eingestellt ist, sondern wir landen dann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit fast auf den Tick genau bei der 12.060. Und diese Marke sollte man sich viel eher aufschreiben. Also, hier oben dieses Zwischenhoch im Auge behalten, wenn das nicht kaputt gemacht wird. Also hier kann man mit seinen Stops arbeiten, wenn man shortet, Stops da oben drüber und dann als Ziel die 12.050. Das sind noch 300, 340 Punkte, die sind nicht zu verachten. So viel zum Tagesausblick, sind Fregen dazu. Wenn wir nach oben rausgehen, dann ist ein Spike an die 12.5 durchaus denkbar, mein lieber Carsten. Da haben wir das High. 12.436 von gestern und wenn er diese Nummer zieht, dann haben wir hier ein Fibo-Level und da kann er durchaus mal ganz schnell durchschießen. Wenn er dieses Hoch rausnimmt, beobachtet dann sowas bitte im Stundenchart oder im 4-Stunden-Chart einmal durchknacken, eventuell bis knapp unter die 12.5 und dann relativ schnell wieder zurück. Für solche Sachen sollten wir den Wirtschaftskalender im Auge behalten, weil der wird uns dann dementsprechend unterstützen. Dass so eine Dinge aus dem Stegreif kommen. Gut, gestern haben wir es gesehen, da hat er mal eben so ganz schnell gute 100 Punkte gemacht in der ersten Stunde. Wieso 12.50? Die 12.50 haben wir dann, aber nur dann, wenn wir kein neues hochkriegen. Wenn wir kein neues hochkriegen, dann ist diese Bewegung bereits da, an diesen Hochs, da und da, an diesem Doppeltop hier dazwischen zu Ende und dann startet die Kopie von dieser Bewegung ist dann hier schon gestartet oder gestern dort gestartet und daraus errechnet sich dann dieses Ziel. Und dieses Ziel ist auch dann absolut identisch absolut identisch mit der Extensions, mit der aus dieser Bewegung. 11 Uhr kommen Wirtschaftsdaten. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich gesagt, behaltet mal den Wirtschaftskalender im Auge.
Und ja, man sieht so viele Möglichkeiten. Das ist genau oft unser Problem, dass man eben zig Möglichkeiten sieht, die man eigentlich gar nicht sehen sollte oder besser auch gar nicht sehen will. Je mehr Möglichkeiten man sich da aufzeichnet, desto schwieriger wird es. Man muss sich für einen Weg entscheiden. Es kann zwar sein, dass es nicht der direkte Weg ist, sondern eventuell der längere oder kompliziertere, aber die Ziele sind, glaube ich, ziemlich klar. Und die Ziele sind so lange klar, solange wir diesen Bereich hier, die 12, 5, 20, 12, 5, 40, diesen Bereich, solange wir den nicht nachhaltig nach oben überwinden, solange sind Ziele unten zu suchen. Entweder an der 12.050 als nächstes oder wenn wir doch da oben noch ein Hoch kriegen sollten, bis zum Maximum, dann landen wir bei der 12.150. Okay, kann man jetzt auch schon einsteigen? Ja, diese Frage, ja, die höre ich leider viel zu oft. Lohnt sich das jetzt schon einzusteigen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt immer, wenn man diese Nummer handeln will, gibt es eigentlich nur, na, es gibt nur einen Weg. Wir haben gesagt, diese Marke da oben kommt dann, wenn die hier kaputt gemacht wird. Wenn wir dieses Hoch kaputt machen. Wenn ich diese Logik im Kopf habe, okay, wenn ich dann jetzt hier in dem Bereich shorte, muss ich damit leben, dass mein Stop da oben drüber geht. Der muss dort oben drüber. Weil ich muss ja nicht den ganzen Weg bis nach oben mitschleppen. Sondern wenn er denn gegen mich läuft, dann muss ich hier aussteigen und suche mir dann hier oben an der 12.5 oder an der 12.520, 12.530 einen neuen Einstieg. Im Moment ist es, also dass ich sage, pass auf, jetzt rein und jetzt raus. Nein, ich kann euch höchstens sagen, was ich mache. Und ich warte hier die Eröffnung um 9 Uhr ab. So, viel interessanter wird jetzt langsam dieses Setup, dass man sagt, okay, dahin an die 1.12.68 und dann die 1.12.50. Das sind noch 7 Punkte. Hier, diese Nummer kann man sich zum Shorten anschauen. Was sehe ich nicht als hoch? Die 3,87. Ich gehe mal davon aus, du meinst das High. Nein, das ist die 4,21. Meinst du das hier? Da. Als hoch, ja. Dafür braucht man jetzt aber ein höheres Tief, um erstmal einen bestätigten Trend zu haben. Aber wir haben diese Nummer hier mit diesem Spike. Alles, was da drüber liegt, wurde mit diesem Spike abgeräumt. Und so eine Volumenspitzen hier, die haben in der Regel recht hohen Bestand. Wenn wir so einen langen Docht oder so eine lange Lunte haben, dann ist da in der Regel sehr hohes Volumen gedreht worden. Und wenn hohes Volumen gedreht wurde, sind hier erstmal alle Order abgearbeitet, die sich in diesem Bereich gesammelt haben. Die Limits von diesem Hoch und die Stops von diesem Hoch wurden hier kombiniert abgearbeitet. Okay, also hier sind wir uns einig, glaube ich, und hier entweder auf die 68 warten, um einen kleinen Short zu starten, oder eben unten auf die 50 warten, um einen kleinen Long zu starten. Hier unten habe ich dafür eine Buy Limit platziert mit 3 Punkten. Rücklauf, 10 Punkten Stop und 75 Punkten Take Profit. Woher wir die Ziele haben, haben wir eindeutig kommuniziert. So, sind Fragen dazu? Gut.
Dann haben wir für heute einen Plan fertig. Ich hoffe, ihr habt ihn euch mitgeschrieben. Ansonsten könnt ihr euch die Aufzeichnung anschauen. Die findet ihr in eurem Account. Die, die ihr Service-Paket gebucht haben, finden das in ihrem Service-Paket-Account. Die Paternoster in ihrem Paternoster-Account. Und den Rest, den werten wir dann morgen früh aus. Dann sehen wir, was aus dem Kram heute geworden ist. Ne? In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag, ganz viel Glück mit euren Positionen. Wir kümmern uns um den Rest hier. Dir alles Gute, Jürgen. Wir drücken die Daumen, dass deine OP gut geht. Und den Rest sehen wir dann morgen früh wieder. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag. Und wir hören uns morgen früh wieder um 7:45 Uhr. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.